So, Bochum wird anstoßen. Einige mit kurzen Ärmeln, da will man auch gleich Zeichen setzen. Lausig, kalt, regnerisch, vorhin hat es richtig runtergemacht, jetzt geht es gerade, aber der Rasen in einem wunderbaren Zustand. Und jetzt geht's los. Pokal, dritte Runde, Achtelfinale. Na bitte, mit Hacke Spitze geht das hier, Federico. Acquista Pace. Hatten in der Innenverteidigung gesucht, gesucht und nicht wirklich was Vernünftiges gefunden neben Maltritz. Und dann in der eigenen zweiten Acquista Pace. Dabrowski. Bochum nimmt hier sofort das Heft in die Hand. These. Wieder 26 Acquista Pace. Ribéry groß unter Druck gesetzt. These. Arjen Robben. Gedoppelt. Toski und Kramer. Ex-Schalker. Da wird er natürlich richtig ausgepfiffen. Manuel Neuer. Ein paar alte Reflexe sind noch da in Bochum. Ansonsten den Trainer ausgetauscht, den sportlichen Direktor ausgetauscht. Ja, und da gibt es zum ersten Mal auf die Socken bei Robben. Toski. Ribéry. Gegen drei Mann. Zwei Bochumer rennen sich selber über den Haufen. Robben. Guck, da ist Olic. Das war hochwertig gemacht, aber am Ende der Ball zu weit weg. Erster Glanzpunkt gesetzt, erstes Kerzchen angezündet. Franck Ribéry. Stuber Lahm. Groß. Der Seitenwechsler. Timoschuk. Lahm. Ribéry nach innen gezogen. Toski. Boateng, nicht gut. Leute außer sich, Federico. Bochum in der Hälfte der Bayern. Lahm vor Inouye, das kann man besser machen. Koplin war in der Jugend Zimmernachbar, Mitbewohner bei Auswärtsspielen mit Thomas Müller, der im Übrigen mitgefahren ist. Dem hat Hermann Gerland so lange erzählt, wie schön das hier ist. Er hat gesagt, da muss ich mit.
Boateng. Lahm. Der Franzose. Olic, stark. Philipp Lahm. Legt sich das wieder auf rechts. Da ist Ribéry, da ist Groß, da ist Timoschuk, der hat einen richtigen Hau. Und es gibt Abstoß. Ja, jetzt sehen wir es vielleicht noch besser. Ich glaube, da war das Füßchen von Toski noch dran. Also, der Ukrainer hatte nicht Unrecht mit seinem Protest. Eckball wollte, hat ihn nicht gekriegt. Akvistapace traut sich was über die Mittellinie. Aitin, auch er aus der eigenen Bochumer Schule. Toski ist ja offensiver Mittelfeldspieler, seit 4 Wochen umgeschult zum Verteidiger, zum Außenverteidiger. Nach vorne geht das richtig gut bei ihm. Maltritz, Bayern ganz weit in die eigene Hälfte gedrückt, gedrängt. Dauerte zu lang bei Federico. Luis Gustavo. Ribéry. Lahm hinterläuft. Und legt ihn wieder auf rechts. Luis Gustavo, Timoschuk. Luis Gustavo. Lahm. Kein Foul, doch Foul. Giovanni Federico protestiert auch nicht. Jetzt, Ball ist weg. Ui, da, ui, ui. Er wollte sicher zum Ball, Federico. Bitte, bitte. In der Liga sind sie ganz gut firm gegen Standards, die Bochumer. Nur 5 Gegentore. So, aber im Pokal 2 von 3 Gegentoren sind so gefallen. Solic. Ui. War er einsamer, als er dachte hier. Da war Koplin zwar eingerückt, aber nur als um einen besten Platz zu haben. Erste große Chance, die Bayern. Jetzt macht Ribéry doch mit. Erst war der Pass von Luis Gustavo unter seinem Niveau. Klasse Stimmung ist das hier, wie in einem englischen Stadion, wirklich. Eng, es steht 0-0. Warum sollten die Menschen nicht ihren Spaß haben?
Und das würde man dem Bochumern auch wünschen. Nicht verkrampfen, das genießen, solange es geht. Die Chance, die man nicht hat, Sie kennen den Spruch, einfach nutzen. Koplin. Robben bislang äußerst unauffällig, aber Ribéry immer wieder am Ball. Gegen zwei, gegen drei. Groß. Boateng. Ribéry. Federico geht mit Koplin. Und die anderen gehen jetzt doch immer weiter zurück. Wenn Ribéry am Ball ist, dann die meisten Bochumer im und am eigenen Strafraum. Groß hat alle Freiheiten. Boateng sauber. Dabrowski. Chomtese. Chomtese, Vater Südkoreaner, Mutter Nordkoreanerin, geboren in Japan, hat sich dann für die nordkoreanische Nationalmannschaft entschieden. Und spielt heute ohne Trauerflor. Acquista pace. Toschi. Olic. Olic traut sich gegen drei, gegen vier. Noch kriegen die Bochumer eine Überzahl gegen den Mann am Ball hin. Das ist, kostet Kraft, da muss man viel laufen wollen. Noch geht's. Und Lute hatte noch nichts zu halten. Das ist Fakt nach knapp 13 Minuten. Irgendwie hatten die Münchner angereisten Fans hier sibirische Verhältnisse erwartet, offensichtlich. Einwurf für den VfL, weit in der Münchner Hälfte. Ein Jubelsturm bricht los. Koplin, guter Einwurf. Ribéry. Groß, nochmal Ribéry. Klasse gemacht. Wunderbar durchgesetzt im Zweikampf und jetzt Robben. Zwei sind da, der dritte kommt. Dadurch ist natürlich Platz in der Mitte. Ribéry, wenn er jetzt ganz weit rüber geguckt hätte. Da kam Lahm. Chomtese. Timoschuk. Seit Wochen hat er sich festgespielt da. Vor allem in der Abwesenheit von Schweinsteiger natürlich. Timoschuk mit großer Ruhe. Das ist alles nicht glanzvoll. Das ist die allerhöchste Kunst, aber sie ist seriös und sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Boateng, Timoschuk. Groß, der soll die Geistesblitze haben. Hat er auch. Robben, abseits. Gut gesehen. Von Norbert Grudzinski. Andreas Bergmann. Seit September ist er hier Cheftrainer, Nachfolger des entlassenen Friedhelm Funkel.
Dreimal hat er schon Pflichtspiele gegen den FC Bayern in verantwortlicher... Oh, nein, er war abgepfiffen. Aber John Theese, bitte sehr, über mehr als 30 Meter. Holt zumindest den Regen da von der Latte. Hier, weil er hier wegschubst, Timoschuk. Also Bergmann drei Pflichtspiele mit Hannover 96, ein 0:3 in der Liga. Und dann zweimal als Trainer von St. Pauli im Pokal. Einmal als Regionalligist, da ging es bis ins Halbfinale sensationell. Und da war 1:2 Schluss gegen die Bayern. Und ein zweites Mal ein 0:3. Viertelstunde ist rum, die Bayern natürlich überlegen. Eine halbe Chance hatten sie, dieser Kopfball von Olic. Aber Bochum versucht hier mitzuspielen. Ich habe das Gefühl, sie wollen sich diesen Spaß so lange erhalten, wie es nur geht. Und andersrum den Bayern den Spaß verderben. Anders als andere, vermeintlich größere zuletzt gegen die Bayern. Achtung, Akwisapace. Koblin. John Theese. Lamm. Timoschuk. Luis Gustavo. Ja, Kuczynski hatte sofort die Fahne hoch. Wir gucken noch mal. Also, Arjen Robben lässt ja dann nie einen Zweifel, dass da richtig was los war. Ich konnte nichts erkennen. Lahm. Bochumer leisten sich jetzt im Spielaufbau zu einfache Fehler. Groß, Timoschuk, Lahm, Groß, zweiter Ball landet beim Münchner, da ist Robben! Was hat er schon aus dieser Position etwa auf diese Art Tore erzielt? In Manchester, in Turin. Groß wird immer spielbestimmender. Luis Gustavo, genau auf Lute. Bochumer hatten zuletzt eine Auswärtspartie beim FSV Frankfurt zu absolvieren. Das haben sie mit dem nötigen Ernst hingekriegt. 2:0 gewonnen. Damit den dortigen Trainer Beusen aus der Partie gebracht. Er wurde entlassen daraufhin. Also seit 3 Spielen sind sie ungeschlagen in der Liga. Im Pokal erste Runde bei Hansa Rostock ein 7:5 nach Elfmeterschießen. Äußerst mühsam. Und dann in der zweiten Runde in der Regionalliga bei Unterhaching 4:1 gewonnen. In der dritten Liga, Entschuldigung. Timoschuk. Noch versuchen sie es durchzukombinieren, die Bayern. Olic gegen Toski. Gut gelöst. Heidi mit dem Freistoß. Zurecht. Ansonsten die Pokalhistorie des VfL Bochum. Zweimal erreichten sie das Finale, das war 68 und 88. Beide Finals wurden verloren. 88 ein 0:1 gegen die Frankfurter Eintracht. Trainer der Frankfurter Eintracht, damals der Heinkes Jupp. Und Trainer des VfL Bochum damals war Hermann Gerland. Das Leben ist schon verrückt.
Heute sitzen beide nebeneinander auf der Bayernbank. Rechts der Weihnachtsmann, das ist Hermann Gerland, links Jürgen Weigel. In der Mitte der zweite Co-Peter Hermann. Groß. Lahm. Groß. Ja, jetzt kommen die Bayern zu leicht durch. Timoschuk. Arjen Robben. Mit Groß. Wieder Robben. Gut nachgesetzt von Toski. Kramer. John These. Gibt's die Befreiung? Gibt's. Kramer probiert den schnellen Ball. Ausgeliehen von Bayer Leverkusen, um hier Spielpraxis zu kriegen. Das ist so ein bisschen das, was Jens Todt, der neue Sportdirektor, angedacht hat. Zu kooperieren als Ausbildungsverein mit den Größen, auch vielleicht im Revier, warum nicht auch mal mit den Bayern. Junge Spieler Spielpraxis sammeln zu lassen in Liga 2. Olic mit Kunst, die daneben geht. Timoschuk, langes Bein, Vorteil. Ja, und dann war es kein Vorteil. Und dann gibt es den Freistoß. Anatoli Timoschuk. War praktisch aussortiert unter Louis van Gaal. Heute eine feste Größe. Enorm faires Spiel bislang. Gleich die Hälfte der ersten Halbzeit rum. Es steht 0:0. Toski. Kramer! Oh, kriegt er so eine Chance nochmal. Die Bayern-Abwehr, also unverantwortlich lässig da eben. Guter Freistoß von Toski. Das weiß man, dass er die spielen kann. Und der lange Kramer. Völlig allein vor Neuer. Groß gegen Maltritz. Erste Ecke des Spiels. So, kein Abseits, das hebt Boateng auf. Und die Timoschuk hochgelobt. An der Stelle verabschiedet er sich schon sehr, sehr früh von seinem Gegenspieler. Nach 22,5 Minuten gibt es die erste Ecke des Spiels. Für die Bayern. Groß. Also die Kopfballchance war ähnlich groß wie die von Olic vorher. Von daher sind wir pari. Dass die Bayern hier wie üblich zwei Drittel Ballbesitz haben, ist ja mittlerweile das Selbstverständlichste von der Welt. Ribéry, klasse Dribbling. Groß. Immer noch ein Bochumer-Fuß dazwischen. Toski. Ja, will er ganz schnell spielen. Zu schnell. Immerhin. Ja, das ist Ballbehandlung. Links, rechts. Wenn man zwei Füße zum Fußballspielen hat, ist man weit vorne. Beide Sechser gerade nicht einig. Und Olic will natürlich heute, muss unbedingt wollen, muss ja was zeigen. Hat sie ja auch öffentlich mal geäußert, so kann es nicht weitergehen, vielleicht gehe ich schon im Winter. Dann wurde klar gemacht, nirgends gehst du hin, hier geht überhaupt keiner in der Winterpause. Aber im Sommer können wir ja dann reden. So, Achtung, Konterchance für die Bayern.
Dabrowski hilft Koplin. Lahm. Die beiden machen Betrieb da draußen. Groß. Wieder Lahm. Wo ist bei Ribéry? Lahm. Fehlpass. Heidi. Federico. Chontese. Wieder Aydin. Ja, Koplin. Inoui, wenig zu sehen bislang. Hat ein feines Füßchen. Bochum führt 1-0. Giovanni Federico. 26. Minute. Drittes Pokaltor des Ex-Bochumers, Ex-Karlsruhers. Aber das geht hier einfach. Hier schauen Sie Inoue mit diesem wunderbaren Fässchen. Und dann kann Aydin. Ja, Aydin. Erstmal Inoue, dann Aydin. Und da kann Van Beuten den Laden nicht dicht machen. Durch alle durch. Durch den 5-Meter-Raum. Hart gespielt. Neuer entscheidet sich für eine Fußabwehr. Ich will ihm da keine große Schuld zumessen. Aber an einem guten Tag geht der Ball da so nicht durch. Aber da waren alle wieder beteiligt da hinten. Bochum einmal richtig mit vorne. Robin. Einmal konnten sie sich mal durchkombinieren. Und das reichte zum 1-0. Na bitte. Bochumer Fans sagen, die Gunst der Stunde nutzten, die Feste feiern, wenn sie fallen. Über Bayern fahren wir nach Berlin. Wer weiß, wie lange man dieses Lied hier singen kann. Aber im Moment liegt der Zweitligist 1-0 vorne. Pokal, wir danken dir. Und der Friedhelm Funkel in der zweiten Liga in 7 Spielen ganze 5 Tore erzielt, die Bochumer. Und der Bergmann in 11 Spielen 18 Tore. Lässt hier diese Raute spielen. Mit 2 Stürmern, auch wenn das heute hier eher ein 4-1-4-1 ist, weil Aydin im Mittelfeld mitmacht. Aber als er eben vorne gebraucht wurde, war er da. Spielt einen prima Ball nach innen. Aber Inoue, der Japaner, mit dem feinen Füßchen, bildete ja ein ganz erfolgreiches Duo zusammen mit Shinji Kagawa, dem Dortmunder bei Cerezo Osaka in der zweiten japanischen Liga. Naja, die Bayern in den ersten beiden Spielen im Pokal in Braunschweig beim 3-0 und zu Hause gegen Ingolstadt beim 6-0 haben sie nicht einen einzigen Schuss auf ihr Tor zugelassen. Nicht einen einzigen. Und heute der zweite Torschuss der Bochumer sitzt. Olic. Foul Aydin. Und jetzt müssen die Bochumer das Ganze nur noch 62 Minuten, 61 Minuten verwalten. Lahm. Boateng. Timoschuk. Luis Gustavo. Stark. Lahm. Mit Ribéry, bester Münchner. Ribéry. 1, 2, 3. Und dann ist der Torschütze da hinten. Federico. Dem sie nachsagen, er sei der langsamste einer. Aber wenn sie dann auf die Statistiken gucken, keiner läuft mehr als er. Bayern führt mit 2-0 Ecken. Kroos!
Hier nochmal das Tor. Das kleine Päschen, das gute Querpäschen. Und Federico. Chongtese irritiert da Neuer. Und Federico macht das richtig gut. Der Ex-Kölner, Ex-Dortmunder, Ex-Karlsruhe, Ex-Bielefelder. Ellbogen von Chongtese. Halbe Stunde rum. Der Zweitligist führt gegen den Herbstmeister aus der ersten Bundesliga mit 1-0. Meine Damen und Herren, der DFB-Pokal gibt sich die Ehre. Und das Spiel ist genau danach. Die Blende, da ist der Pokal nicht wirklich so attraktiv in Deutschland. Sehr wohl, weil es solche Spiele zu sehen gibt. Der Ball war, da, wenn er jetzt die Fahne hebt, wird er zum Freund aller Bochumer. Eckball, aber viele Zuschauer hier auf der Tribüne wollten schon den Ball im Tor in der Seitenauslinie gesehen haben. Bayerns dritte Ecke. Angreiferfoul. Das war Olic. So, der Ball, ja, glaube ich, war auch aus schon. Also Norbert Grudzinski. Unverantwortlicherweise jetzt die Bayern gerade bevorteilt. Spiel läuft trotzdem weiter und niemand meckert rum. Weil es weitergeht. Achtung! Aydin. Bart Stuber auf Federico. So, jetzt pfeift Bart Stuber Luis Gustavo zusammen. Also wenn der designierte deutsche Meister sich hier so ein bisschen einen Scherz nach dem anderen erlaubt, dann wird eine Mannschaft mit durchaus überschaubaren Mitteln, das meine ich mit allem Respekt, stärker, als sie es jemand für möglich gehalten hätte. Bart Stuber Fehlpass. Und plötzlich kommen sie raus da hinten aus ihrer Höhle. Bart Stuber. Moment, zu wenig Bewegung. Lahm. Wenn was geht, dann über links. Lahm. Nach innen ziehen und mit rechts abschließen. Eine seiner großen Stärken, als er Weltklasseverteidiger auf der linken Seite war, bis Luis van Gaal ihn rechts rüber geholt hat. Die finden es immer noch ganz lustig. Gomez und Müller. Ja, Alaba, dem ist kalt. Contento, ja, Rafinha, Jörg Butt. Und all die anderen, die mitgefahren sind. Jupp Heynckes findet es ganz sicher nicht witzig. Als Trainer hat er noch nie den DFB-Pokal gewonnen. Einmal war er im Finale mit Gladbach gegen die Bayern. Gab es ein Elfmeterschießen und ein junger Jungstar namens Lothar Matthäus haute den Ball über die Latte. Und die Bayern wurden Meister. Matthäus damals im Gladbacher Trikot. Aber als Trainer, als Spieler hat er das Ding schon in der Hand gehabt. 73 mit Gladbach. Dieses legendäre Spiel gegen den ersten FC Köln. Als Günter Netzer sich in der Verlängerung selbst einwechselte und mit der ersten Ballberührung zum 2:1 traf. So, jetzt gewinnen sie auch Zweikämpfe und trauen sich was. Ribéry, Maltritz. Nochmal Ribéry. Hält den Ball im Spiel. Lahm.
Die beiden sind die Einzigen, die Gas geben. Da drüben richtig. Und Jupp Heynckes macht das, was Trainer dann gern mal tun. Er droht. Und zwar physisch, indem er Alternativen losschickt. So dass jeder auf dem Platz weiß, wenn da nicht mehr kommt, dann kommt ein anderer. Ribery, fast alles dort drüben über die linke Seite bei den Bayern. Olic, kein Abseits. Achtung. Aquista Pace beschwert sich bei Grudzinski. Abseits ja oder nein? Abseits nein beim Abspiel. 4:0 Ecken für die Bayern. Lahm, Groß. Die Flanke ist gut, Lute ist da. These. Aydin. Federico Chongtese, weil Van Beuten ausrutscht. Boateng knallt da den Ball in Richtung Timoschuk. Zuschauer wollen Hand gesehen haben. Glaube ich nicht. Ribery, ein Tunnel. Über eine Sense drüber und dann ist Schluss. Abseits. Ja, ja, ja. Der Nordkoreaner. Oder, muss ich mal sagen, der nordkoreanische Nationalspieler. Thomas Frank beruhigt die Gemüter. Ball war noch in Bewegung. Hier. Ui, ei. Also, so eine kleine Bewegung war da mit dem Pfötchen in Richtung Ball. Und das reicht dann. Es gibt Schiedsrichter, die da, wenn sie es sehen, durchaus mal pfeifen. Die Bayern mit einigen Nachlässigkeiten tun das ihre und die Bochumer geben das, was sie haben. Und zwar alles und noch ein Schippchen drauf. Und deshalb ist das ein wunderbares Pokalspiel. Hinten arbeiten sie vom Feinsten, die beiden Bochumer Innenverteidiger, noch nicht einen Zweikampf verloren von vieren. Dabrowski im Mittelfeld, 4 Zweikämpfe geführt, 4 gewonnen. So muss das dann auch sein gegen einen Favoriten von dem Kaliber. Chongtese beschäftigt da Van Beuten immer wieder. Koplin. Chongtese. Ein Block Bochum. Dabrowski, Federico, die Bayern passiv, Koplin. Luis Gustavo, Toski, nein, erst Federico wieder. Robben, bislang noch überhaupt nicht auffällig geworden. So, jetzt kriegt Toski die erste gelbe Karte des Spiels. Für dieses taktische Foul. Vom Schiedsrichter gibt es Gelb, von den eigenen Fans Sprechchöre. Ribery.
Waldhof Rot. Ribéry stark. Achtung, Robben. Und dafür gibt es Gelb. Und für meinen Geschmack absolut in Ordnung. Das war eine lächerliche Schwalbe danach. Da war sicher eine kleine Berührung. Aber was er dann macht, dieses Theater, dieses Abheben, ohne Sinn und Zweck, außer als Täuschungsversuch, absolut in Ordnung. Hier, schauen Sie. Klasse Vorarbeit von Ribéry. Jetzt, da trifft ihn Maltritz. Wir können über Elfmeter diskutieren, von mir aus. Hier, weil Maltritz den Ball nicht trifft. Aber dann dieses Abheben. Korrekt wäre gewesen, Elfmeter und Gelb wegen unsportlichem Verhalten von Robben. Zumindest für meinen Geschmack. So gibt es nur Gelb für Robben. So. Ein möglicher Handelfmeter, ein möglicher Foulelfmeter, einmal links, einmal rechts. Auch da ist jetzt alles quitt. Aydin. Der ist ihm gründlich verrutscht. Arjen Robben ist ein so wunderbarer Fußballspieler. Er sollte nicht an eine Negativlegende mitstricken, ihn betreffend. Boateng. Robben. Ribéry, bester Mann auf dem Platz gegen Koplin. Die Flanke ist gut. Maltritz ist da. Philipp Lahm. Timo Schuk. Robben. Robben. Luis Gustavo. Bochum krallt sich in diese Führung, 2 Minuten vor Halbzeit. Boateng. Mit vielen unpräzisen Zuspielen. Hilft Robben nicht und Robben ihm nicht. Rechte Bayernseite entschieden schwächer als auf der anderen drüben Lahm und Ribéry. Robben. Da ist Ribéry, Federico Koplin. Bochumer mit der Leidenschaft, die es dann halt braucht. Luis Gustavo, Robben. Lahm. Lahm, jetzt mit links die Flanke. Olic verpasst. Bayern reklamieren Handspiel Toski. Ribéry. Groß. Robben. Gegen zwei. Oh, wäre das wichtig für den VfL, hier mit der Führung reinzugehen. Achtung, Handspiel. Nein, das war oben die Schulter. Alles sauber. Und jetzt haben sie es geschafft. Der VfL Bochum führt hier nach engagierter, leidenschaftlicher Leistung mit 1:0.
Das ist der DFB-Pokal, das ist Pokal, wie er sein soll. Ein Außenseiter, der ohne Angst dem Großen, dem vermeintlichen Unbesiegbaren große Probleme kommt. Good old Paul Freier, der Ex-Leverkusener, ein 19-maliger Nationalspieler, in die Partie. Jetzt gucken wir mal, wie sich das sortiert. Bei Toski raus, der war ja angeschlagen. So, wie es jetzt aussieht, Koplin rübergegangen auf die linke Seite. Freier hier rechts in der Viererkette hinten gegen Franck Ribéry. Das wird eine spannende Geschichte. Gut, Arjen Robben. Auffällig vor allem durch eine schlimme Schwalbe im Anschluss an einen nicht gegebenen Elfmeter, an einen Foul. Ribéry zum ersten Mal vorbei an Freier und eine klasse Parade von Lute. Also ich denke mal, Jupp Heynckes wird nicht nur frohes Fest gewünscht haben in der Kabine. Beste Szene von Boateng an die Latte. Die ersten 40 Sekunden mit zwei dicken Möglichkeiten für den Herbstmeister in Bundesliga 1, der 0:1 zurückliegt. Das letzte Mal im Übrigen, als Bochum mit einem 1:0 gegen die Bayern in die Kabine ging, das war im Jahr 2003 in der Bundesliga. Und dieses Spiel haben sie dann auch gewonnen am 20. Spieltag damals. Ribéry, auffälligster, bester Bayer in Halbzeit 1. Hier wieder von Bayern Freier. Nächste Ecke. Also die Idee, ich meine, Toski war, ist verletzt, deswegen musste Bergmann da was machen. Aber Paul Freier gegen einen Ribéry mit der Lust heute am Spiel. 5:0 Ecke jedenfalls. Schon These klärt. Letzte Heimspiel gegen die Bayern beim Dezember 2009 in Liga 1, ein 1:5. Für Bochum ist das Erreichen dieses Achtelfinals überhaupt der größte Erfolg in den letzten 5 Jahren in diesem Wettbewerb. Seit 2007 hatten sie nämlich nie mehr als die zweite Runde erreicht. Letzte Saison ging es schon in Runde 1 gegen Offenbach raus. Den Drittligisten. Alaba. Lahm. Ribéry. Groß. Dabrowski. Aydin ist doch ein bisschen großrahmig und dann so auf ganz engem Raum nicht sein Ding. Boateng. Aquista Pace, nochmal Boateng, jetzt nimmt er Robben mit. Gomez, erste Ballberührung, Groß. Jetzt haben sie es am Wackeln da hinten. Lahm. Mit Gomez, Foul von Maltritz. Mit nur Freistoß, nur. Achtung, hier. Klares taktisches Foul. Bayern machen ernst. Ein paar Mal in Halbzeit 1 haben sie nicht ernst gemacht. Und lagen dann auch prompt, kassierten dann auch prompt dieses Gegentor. Ribéry ist heute kaum zu bremsen. Auch nicht von Robben. So sieht es jedenfalls beim Freistoß aus. Oder doch von Beuthen. Nee, der Monsieur selber. Nächste Großchance.
50 Minuten gleich rum. Immer noch steht bei den Bayern die Null offensiv. Dabei haben sie in den letzten zwei Jahren in 15 Pokalspielen 55 Tore erzielt. Also im Schnitt fast 4 pro Partie. Paul Freier ist ja eigentlich Mittelfeldspieler. Früher war er rechts außen, Dribbler. Und jetzt als Außenverteidiger, Aushilfe, Abstoß. Weil der junge Ostschollek, der da mal begonnen hat auf der Seite, im Moment einfach die Form nicht hat. Möglichkeit wäre ja gewesen, Ostschollek dann auf seiner linken Seite und Koplin hier drüben zu belassen. Aber wie gesagt, Ostschollek keine Option. Nicht mal im Kader. Und deshalb Paul Freier jetzt gegen Franck Ribéry. Das könnte das Duell der zweiten Halbzeit werden. Federico. Freier im Vorwärtsgang. Inouye. Flink, ballgewandt. Manchmal geht er ein bisschen zu hohes Risiko. Wunderbar, Gomez, groß. Aber keiner vorm Ball. Jetzt Gomez ist da. Groß, jetzt geht es sehr einfach. Groß und Gomez haben dieses Tor in mühsamer Kleinarbeit sicher erarbeitet. Richtig gut. 1:1. Danach sah es jetzt aber auch aus. Die Bayern mit einer ganz anderen Körpersprache. 6 Torschüsse in 7 Minuten und einmal getroffen. Hier Groß, dann Gomez und jetzt geht Akwistapace da raus auf Gomez, obwohl dann André da ist und verlässt Groß im Rücken weglaufen. Das darfst du natürlich nie machen. Und dann ist Toni Groß völlig frei und erzielt sein erstes Tor jetzt auch im Pokal. In der Liga hat er ja gegen Köln erstmals getroffen. Ribéry. Ribéry, Gomez. Oh la la. Heidi. Lang auf Chomtese, zu lang. Gomez bringt ganz anderen Schwung rein jetzt. Also Olic war fast übermotiviert. Durfte endlich mal von Anfang an wieder ran. Und das ging gewaltig daneben. 17 Ballkontakte, kein Spieler weniger. Und einen von 7 Zweikämpfen nur gewonnen. Groß, Ribéry. Ribéry sorgt für Chaos und Panik da hinten. Lahm. Lahm. Also wenn die Bayern das als Warmlaufen benutzt haben, die erste Halbzeit, mein lieber Spahn, auf hohem Niveau.
In diesen ersten 10 Minuten ist es der Klassenunterschied. Und das alles noch ohne die rechte Seite, die nach wie vor nicht wirklich eingebunden wird. Ja, sehr wohl. Ja, muss ich ja auch verausgaben heute gegen Gladbach. Im Saisoneröffnungsspiel, dann der im Rückrundeneröffnungsspiel, ist er ja gesperrt nach Gelb-Rot. Der Fluch der guten Tat der Bochumer. Wir haben die Münchner in der ersten Halbzeit so geärgert, dass sie jetzt gezwungen sind, alles auszupacken, was in der Kiste drin ist. Das war mit 10 Mann gegen Köln. Da musste noch nicht mal die Kiste richtig öffnen. So, Bergmann merkt, ein bisschen was müssen wir tun, sonst geht es jetzt hier klar und deutlich nur in eine Richtung. Und das kann der Zweitligist dann nicht packen. Also es gilt jetzt, dagegen zu halten und diese Phase halbwegs noch mal zu überstehen. 1-1 ist ja noch nicht das Ende vom Lied. 1-1 heißt Verlängerung. Aber es ist noch ein langer Weg dahin. Aydin. Trauen sie sich wenig. Sind sie dann doch überrascht von dem, oder beeindruckt, nicht überrascht, aber beeindruckt von dem, was die Bayern jetzt gerade veranstalten. So, Wechsel der Torschütze. Giovanni Federico geht. Ja, das war sein wunderbares Tor in der 26. Minute. Und für ihn kommt mit der 21 Daniel Ginczek. Ein U21-Nationalspieler, ausgeliehen von Borussia Dortmund. Robben mit Anlauf. Von Maltritz gut gestoppt. Also klar, Ginczek wird ein bisschen was nach vorne tun müssen. Hat in beiden Spielen getroffen, jeweils in Rostock und in Unterhaching. Aber vor allem wird er auch helfen müssen jetzt hier gegen Lahm und Ribéry. Paul Freier unterstützen. Da ist er erstmal am Ball. Kramer, Ginczek, die beiden Leihgaben. Ginczek. Ginczek! Das war No-Look, das war richtig gut gemacht und frech, guckte nach links und zog dann ab und Neuer darf fliegen und es gibt die erste Ecke für den VfL Bochum. Und das ist bemerkenswert, statistisch, aber wichtig ist es vor allem. Jetzt fällt zumindest nicht unmittelbar das nächste Bayern-Tor. Inui. Ginczek. Ball im Aus. Ginczek ja eigentlich ein Stürmer, aber mit seinem Talent, seiner Ausbildung durchaus in der Lage, jetzt hier auch diese Position auszufüllen. Freier ist kein richtiger Verteidiger, Ginczek kein richtiger Mittelfeldspieler. Die rechte Seite der Bochumer ja,
fahren muss, unten stehen bleiben mit beiden Füßen. Lernen wir schon in der Jugend. Deshalb falscher Einwurf. Aquista Pace, kein Anspiel. Inouye. Nachlässig von Van Beuten. Achtung, Inouye. Inouye versucht den Kunstschuss. So, jetzt halten Sie mal das Köpfchen mal für einen Moment aus dem Wasser. Einmal durchschnaufen, wieder mal Luft holen. Denn diese erste Viertelstunde war dann doch ziemlich massiv von den Bayern gestaltet. Boateng, Robin, Boateng. Demarchuk, Inouye passt nicht auf. Tunnel von Groß, Gomez, Gomez. Gibt er keinen Druck mehr auf diesen Schuss. So, knappe halbe Stunde noch, dann gibt es Verlängerung. Aitin und Ginczek und Inouye. Timoschuk winkt ihn durch. Inouye, schau sich das an! Das ist Kagawa reloaded. Hier, 1-2, links, rechts. So, und dann Van Beuten getunnelt. Und dann kommt Neuer raus, sonst haben wir richtig was zu lachen. Toni Kroos eben den Ball im Mittelfeld. Dann guckt er rechts rüber, da war durchaus Boateng frei. Und dann guckt er und dreht sich um und spielt über links. So sind im Moment die Kräfteverhältnisse. Spieler auf dem Platz spüren das am deutlichsten. Nee, lass mal da über die linke Seite gehen, das schmeckt nach mehr. Ribéry, Lahm. Ribéry. Groß, zuspielbar, ein bisschen sehr ambitioniert. Timoschuk, Groß, Ribéry, Gomez, Foulfreie. Und nur Einwurf. Lahm, Ribéry, Alaba, Eckball. Sieben zu eins das Eckenverhältnis mittlerweile. Groß, Van Beuten, Ribéry, Lahm. Toni Groß. Kein Problem für den 1,94 großen Lute. Dabrowski, wenn es jetzt ganz schnell geht, wäre mal Luft. These. Bartschüler kommt jetzt erst nach und stört. Ribéry. So, jetzt muss es Freistoß geben, weil Kramer den Ball auf dem Boden blockiert. Und dann kriegt er noch Gelb.
wegen Meckerns, nehme ich an, denn mehr war da nicht drin. Toni Kroos, Alaba, Ribéry, Freier beißt sich da rein. Ginczek, Kroos, da ist Van Beuten, da ist Badstuber, Robben. Aus 30 Metern. Wollte er unbedingt mal mitmachen. Muss frustrierend sein für Arjen Robben. Doppelt so viele Angriffe der Bayern gehen über links als über rechts. Boateng. Alaba. Groß, Lahm, Ginczek, stark. Ganz stark. Groß, will zum Ball, trifft den Gegner, Freistoß. Alles richtig. Inui. Zuweilen überfordert er mit seinen Geistesblitzen die Kollegen. So, Rafinha, denke ich, wird versuchen sollen, die Unwucht im Bayern-Spiel mitzubeheben auf der Seite rechts. Gomez, Zuspiel von Kroos jetzt mal. Wenn natürlich Eckball. Eindeutig Maltritz da mit den Beinen dazwischen. Doch jetzt der logische Wechsel. Boateng, ist nicht furchtbar viel gelungen. Und jetzt Rafinha. Hinter Robben. Schon Gomez. Maltritz, der lange nicht eine solche Leistung abgeliefert hat wie heute Abend. Inui. Ginczek. Alles richtig. Der Routinier. Und noch ein Routinier. Und ein ganz junger. Ginczek. Gegen Badstuber. Auch noch ein ganz junger. Aber ein ganz erfahrener. Alaba, der heute hier beobachtet wird. Von Marcel Koller. Ex-Trainer des VfL Bochum.
erfolgreicher Trainer des VfL Bochum über lange Jahre und heute Nationaltrainer Österreichs. Ui. Robben. Die rechte Seite der Bayern meldet sich zum Dienst. Noch hält Stürmer Foul Aydin gegen Lahm. Also Grudzinski zeigte nichts. Doch, aber hier Ellbogen geht raus. Hat Weiner richtig gesehen. Noch hält der Neunte der zweiten Liga ein 1:1 gegen den Herbstmeister aus Liga 1. Norris Pokal. Ribéry. Freier. Aber der Ball kommt durch, zu groß. Und da kommt Alaba. Dombrovski aufgepasst. Stark gespielt. Ah, knapp abseits. John Thesen. Knapp abseits, weil Van Beuten das gut macht. Genau rauskommt im richtigen Moment. Wichtig, dass die Bochumer wenigstens mal rauskommen über die Mittellinie drüber. Und wenn es abseits ist, nur wir leben noch. Damit sich das rumspricht, auch innerhalb der Mannschaft, von einem zum anderen, bevor man sich hier letztendlich in ein vermeintlich Unvermeidliches ergibt. 18 Minuten noch. Robben gegen Koblin. Aquistapace hilft mit. Rafinha. Alaba. Freier macht das richtig gut. Mit aller Erfahrung lässt sich da nicht veräppeln. So, jetzt haben sie nicht aufgepasst. Ginczek vor allem nicht. Freier guckte nach Ribéry. Lahm, Robben kommt nicht dran. Und kriegt diesen Einsatz wegen Aufstützens weggepfiffen. Ich glaube, das ist Aquistapace. Ja. Uiuiui. Wobei da kein Ellbogen richtig rausgeht, sondern schauen Sie, Robben geht nur hoch, guckt gar nicht und pfeifen kann man das, ja. War nicht das klassische Einsetzen des Ellbogens, zum Glück. Bart Stuber, schau an, erinnert sich an Seite rechts. Ball war gar nicht so schlecht, aber Robben fand ihn nicht gut genug. Foul Van Beuten an Thesen. Ab 15 Minuten noch und dann gibt es Verlängerung. Noch steht es hier 1:1.
groß. Ribéry durch die Mitte. Und Robben im Abseits. Völlig richtig gesehen von Thomas Frank da drüben. Dem Assistenten. Toni Kroos wird auch stärker, viel stärker in der zweiten Halbzeit. Ribéry, Gomez, Rafinha, Robben, Ribéry, Rafinha, Robben. Für Arjen Robben ist das ein mühsamer Abend. Alaba, Timoschuk, Gomez, Gomez, Groß gegen Kramer. Stark gemacht, aber in der Mitte ist Neymar. Oho. Christoph Dabrowski, 33 Jahre alt, hat auch schon was gesehen von der Welt. Hat die Bayern mal im Pokal geschlagen, Dabrowski, als Bremer. Timoschuk. Koplin stark gegen Robben, dem der Spaß vergeht langsam. Paul Freier. These. Ja, nee. Aber da muss er schon mal mit dem Kollegen Aydin zusammenspielen und nicht so ein Ding da zwingen wollen. Ein bisschen eine nordkoreanische Diva. Wie viele Diven gibt es in Nordkorea? Man weiß ja so wenig über dieses Land. Erfährt ja nichts. Inui. Hat immer was Überraschendes drauf, der kleine Japaner. ,69 nur groß, nur 59 Kilo schwer. Ein bisschen der erste königliche Transfer von Jens Todt als Sportdirektor. Klares Foul. Robben. Gomez, Maltritz ist bei ihm. Aquista Pace muss nicht eingreifen, Lute macht mit. Die Bochumer weigern sich, hier aufzugeben.
Und das ist gut so. 10,5 Minuten noch. Timoschuk. Lahm. Also ich hoffe, Sie sind mit mir einig. Es gibt ja Spiele, da ist man froh, wenn es oder wäre man froh, wenn so nach 80 Minuten irgendjemand Erbarmen hätte und abpfeifen täte. Hier, ich hätte nichts gegen eine Verlängerung. Ribéry. Oh la la, Kramer lässt ihn durch. Ginczek lässt sich verladen und Maltritz muss ihn jetzt weghauen. Ribéry nach wie vor in Großform. Philipp Lahm. Timoschuk. Rafinha. Robben. Groß. Rafinha. Die Münchner stellen sich die Bochumer zurecht jetzt. Inouye. Befreiung tut Not. Paul Freier. Mit dem Außenriss. Aitin. In der Mitte Ginczek. Und ganz drüben ist Tese. Schwer zu nehmen. Veräppelt Boateng und er hat den Arm draußen. Ich glaube nicht, dass das langt für einen Elfer. Aber ohne Risiko war das nicht vom Belgier. Erst lässt ihn Tese hübsch stehen. Ribéry, 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 Ribéry. Ribéry, Ribéry. Jetzt erbarmt er sich und spielt Robben doch an. Ribéry und Robben. Ball zu weit vorgelegt. Stark von Akista Pace. Stark rausgespielt da hinten. Prima Bochum. Inouye. Läuft sich auch die Hackenwund mittlerweile. Dabrowski. Ginczek. Boateng. Boateng, Entschuldigung, Van Beuten. Badstuber. Ribéry mit Platz. Gomez. Paul Freier gefällt mir richtig gut in dieser Rolle. Ich glaube, jetzt ist es wieder durchgedrungen bei jedem Bochumer. Die Chance kommt so schnell nicht wieder. Jetzt noch mal gucken, was haben wir noch im Tank. Und hat jemand noch einen Reservekanister dabei? Maltritz. Ginczek. Tese. Ginczek. Ja, keiner tut ihm den Gefallen mit dem Foul. Also die Jüngeren soll man nachlesen. Pokalfight sieht so aus. Im November 85 waren die beiden Clubs schon mal im Pokal unterwegs. Da gab es ein 1:1 nach 90 Minuten, in der Verlängerung kein Tor. Also auch nach 120 Minuten 1:1. Und damals wurde dann ein Wiederholungsspiel betrieben. Heutzutage zum Glück Elfmeterschießen. So, jetzt gucken wir mal, was Van Beuten da vorhin veranstaltet hat gegen Tese. Also erst mal Tese gegen Van Beuten. Großes Kino und da geht die Pfote raus. Naja, gut, ist kein Elfer. Aber oft sollte er das nicht machen. Groß. Vorbei an Kramer, Dabrowski.
Sie fighten, als gäbe es kein Morgen. Ist ja auch kein Morgen mehr, ist ja Weihnachten. Von daher, da liegt man halt ein bisschen platt unterm Baum. Lohnt sich, ist für einen guten Zweck. Dabrowski. Eieiei. Kollegen in der Vorwärtsbewegung, das kann fatal sein. Robin. Aquista Pace. Van Beuten jetzt mit ein bisschen sehr viel Wärme. Die Gelbe hat er sich redlich verdient. Das ist jetzt richtig Einsatz, weil die Bayern jetzt langsam wieder ärgerlich werden. Geht richtig auf den Keks, wie die Bochumer dagegen halten. Und da wollte Van Beuten, nachdem er da vernascht worden war, kürzlich erst von These, glaube ich, jetzt mal ein kleines Zeichen setzen. Seine erste Gelbe im Pokal. Die Uhr tickt. These gegen Rafinha. Ball im Aus. Einwurf blau. Falscher Einwurf. Ja, einmal hebt der eine das Beinchen hinten und der andere zieht den Ball nicht richtig über den Kopf. Ist leider so Regel. Ribéry gegen Freier, kleines taktisches Foul. Lahm. Den Uhr hilft hinten. Die Bayern haben ja schon dreimal gewechselt. Mit Rafinha, Alaba und Gomez. Van Beuten fasst sich immer wieder mal an den Oberschenkel. Rafinha. Bochumer Fans erinnern sich all der schönen Gesänge und, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal gesagt, die Feste feiern, wenn sie fallen, noch steht es 1-1. Erste Liga in Richtung Bayern und keiner weiß warum. Nee, die Frage muss eigentlich anders lauten und viele Zuschauer werden sie sich hier stellen. Bochum, zweite Liga, warum nur, wenn man sowas drauf hat, was sie heute hier zeigen. Enui, Alaba. Robin, Groß mit Ribéry. Ribéry gegen 1, gegen 2. Da wollte er mit dem Kopf durch die Wand. Maltritz, überragend. Fehlpass, Ginczek, Alaba. Ginczek repariert's. Marcel Maltritz in Sprechchören gefeiert. Hat es auch schon lange nicht gegeben. So, eine Nachlässigkeit. Foul, natürlich. Natürlich hat das unglaublich Kraft gekostet, was die Bochumer hier einsetzen mussten, um dagegen zu halten. Um dieses 1:1 jetzt in die 89. Minute reinzuschleppen. Und dann schleicht sich so ein kleiner Fehler ein. Und dann das Foul von Maltritz. Ribéry durfte vorhin mal und jetzt Toni Kroos. Natürlich visiert er links oben an. Das ist die Mauerecke. Aber die Mauer in Person von Ginczek hält den Schädel rein.
Halbe Minute noch. Allzu viel Grund zum Nachspielen gibt es eigentlich nicht. Van Beuten. Querschläger Koplin. Aquistapace, weg damit. Eine Minute wird draufgesattelt. These im Ringkampf mit Timoschuk. These gewinnt. Dabrowski, nee, darfst du nicht spielen, so quer. Ribéry gegen Maltritz. Gegen Maltritz. Und da kommt Robben. Und das ist die Ironie in einem solchen Spiel. Dabrowski mit einer Klasseleistung. Den Querpass darfst du nicht spielen. Das Risiko ist zu groß. Arjen Robben beendet alle Bochumer Träume in der Nachspielzeit mit diesem Tor. So, sehen Sie jetzt, das ist zu riskant. Lahm passt auf, flutscht dazwischen und dann ist Ribéry gegen Maltritz mit dem Tempo, mit dem Antritt natürlich im Vorteil. Da hinten keine Ordnung drin und Arjen Robben kann natürlich Fußball spielen. Das ist ja unstrittig. Und den trifft er genau. Den nimmt er mit Risiko und mit Können. Ist schon ein kleiner Treppenwitz, dass ausgerechnet Arjen Robben hier diesen Fehler macht. Dieses Tor macht nach und Dabrowski diesen Fehler. Eine Minute Nachspielzeit war angezeigt, aber dann fiel das Tor. Also mindestens eine kann man da noch draufsetzen. Aber es liegt im Ermessen von Weiner. Und nach seinem Ermessen ist jetzt Schluss. Der FC Bayern gewinnt beim VfL Bochum mit 2:1 und zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. 2:1, das klingt knapp. Und jeder, der dieses Spiel gesehen hat, der weiß, es war knapp. Es war richtig stark, was der VfL Bochum hier gespielt hat. In der ersten Halbzeit sowieso, aber da haben die Bayern auch mitgeholfen mit einer eher diskreten Vorstellung.